Los. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS19 Kleinsteinhof mit dem Ostrhein. Hallöchen. Also langsam wird das echt ein bisschen übertrieben. Was? Vom Grünton her. Hm. Ich denke, Wiese müssen wir lange nicht mehr machen. Ne? Obwohl. Schön, wenn wir jetzt auch mehr Kühe. Ne? Die Lager werden zwar recht schnell voll, aber dann hast du ja immer noch das Silo. Mhm. Ansonsten, es gibt noch Silo-Erweiterungen, Aussie. Spätestens, wenn wir die haben, dann reicht das erstmal. Hey Mann, ich könnte mal den Anziehmeister mal umstellen, dass wir... Kannst du machen, ja. Schau jetzt, oh Gott. Schau jetzt, wechsel auf Soja, oder? Ja. Denk an, bevor du runterfährst, weiß nicht, ob der aufgetankt werden muss, ne? Na, passt. Hoffentlich. Jetzt hast du mich komplett eingeholt. Nö, noch nicht. Hä? Jetzt. Oh. Punktgenau, wenn du da bist, habe ich dich eingeholt. Was ich irgendwie ein bisschen schade finde, weil man lenkt, dass halt dann was in der Mitte stehen lässt. Dass da halt nicht so eine große Übereinlappung ist, dass was nicht passiert. Das ist wirklich scheiße. Aber so kleine Fehler sollen mit dem Update 1.3 gefixt sein, ne? Was ihnen dann kommen wird. Das soll vorm 26. kommen, oder am 26. Ne, stimmt, wegen dem DLC. Mann, Fabi! Also ich bin jetzt bei 5 GB. Schon bei 900 MB. Ich bin bei 5 GB. Was ist das für eine Folge? Eine kurze. Ich bin bei 3 Minuten. Nur 5 GB. Das ist doch super. Ist halt Festplatte voll. Hat nur noch 500 GB. Ich habe 440. Ja. Aber ich habe noch zwei externe. Ich nicht. Ich habe noch so einen kleinen USB-Stick mit 30 GB. Ich habe einen USB-Stick und da habe ich ein Video drauf und dann ist der voll. Bei mir gehen 30 GB drauf auf meiner Ton. Bei mir 32, aber bei Videos, das wird dann schon genau. Bei mir reicht es für 3, 4. Na la la. Bald ist die fertig. Schade la la la. Das ist die größte, oder wo wir haben? Ja, ich glaube. Mhm. Aber wenn wir gegenüber den Acker gekauft hätten, hätten wir, glaube ich, so 10.000 Euro sparen können für dieselbe Fläche. Naja. Ah, dann wirst du das so später oder früher kaufen, also von daher. Ich wollte gerade sagen, also das Ziel ist hier doch immer noch alle Grundstücke. Mhm. Müssen uns bei allen voll die richtig guten Maps kommen. Mhm. Sonst ärgern wir uns. Ja. Und da hocken hier noch 200 Folgen drauf rum. Das sind ja schon über 55 Folgen. Ja. Ne, 53. Oder wenn es halt zu lange dauert, sagen wir, dann gehen wir einfach so rüber. Mal schauen. Genau. Noch ja, ist es dann noch nicht so weit. Ja. Gartenbach wäre auch eine geile Karte jetzt für sowas. Mhm. Wenn man dann wechseln würde irgendwann. Mhm. Wenn wir es dann mal hingekriegt haben. Ich meine, bis von dem Budget, was wir jetzt hätten, könnten wir uns ja so noch ein Feld holen, aber... Ja, und dann gleich wirst du Saatgut kaufen, Dünger kaufen, Kalk kaufen, ja, da haben wir noch... Genau, dann... Sowas, das hatten wir schon mal gehabt. Weiß ich gar nicht, was du meinst. Und zwar noch nicht was so lange her. Ich weiß gar nicht, was du meinst. Also ich kurz weg, guck gerade einen Film, ich fülle Saatgut auf. Was war denn das gerade? Was denn? Dein Männchen, was du da gemacht hast. Ach, ja, ein paar... Kraftsportübungen. Ja. Die Moves kannst du nicht, geil. Ne, so hoch komme ich nicht. Du hast keinen Zugang zu diesem, dann willst du es flachsen. Geht's jetzt, oder? Ja. Na dann. 11,5 Gigabyte, juhu. 2 Gigabyte. Junge, dann früher mit OBS, wenn ich mit OBS aufgenommen habe, gerade was so Gigabyte oder sowas. Früher, wo ich hier Gamsding, da habe ich ja angefangen, so ungefähr mit OCam. Die Folgen maximal 7 Gigabyte. Du hast keinen Zugang zu diesem Land. Letzte, bei mir waren es ja auch mal nur 300, 400, 500 MB oder sowas. Im Durchschnitt hatte ich, also wenn es halt wirklich mal eine ganz extreme Folge war, weil wir Forst gemacht haben, das hat ja immer richtig FPS gezogen, richtig Gigabyte gezogen. Aber wenn du dann mal so eine normale Folge gemacht hast, einfach nur mal eben kurz düngen, säen oder sowas. 4 Gigabyte, das war's. Das habe ich hier nach dem Rendern. Also wenn man so, die Leute wissen es ja nicht, die Gigabyte-Zahlen sind teilweise so hoch, dass wir 4-5 Stunden dran sitzen würden, um die hochzuladen. Rendern wir es. Also ist immer so schön klein. Und dann geht es einfach schnell hochgeladen. Ja, da brauche ich eine Stunde dafür. Ja. Wollen wir dann eigentlich die 2 Hofgrundstücke auch dann besitzen hier drauf? Weiß ich nicht. Weil es gibt ja hier noch den Hof, der jetzt direkt hier drauf ist. Ist aber eigentlich, wenn man so sagt, unnötig, oder? Andererseits, du hast dann halt mehr Budget für die anderen Karten, ne? Wir wissen ja noch nicht. Ja, aber das hätte ja ganz sicher nicht alles rübernehmen. Hm? Das werden wir aber ganz sicher nicht alles mit rübernehmen. Für neue Felder? Ja. Ich weiß nicht, wie teuer die da sind dann. Nein. Gucken dann einfach mal. Und das hört sich jetzt schon so voll, wir reden darüber, das hört sich voll schon nach Endspurt an. Ich war nur, wirklich. Wir Flächen hätten. Wir haben noch über die Hälfte eigentlich. Wir haben nur über die Hälfte? Ja. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und wir haben noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, wenn ich mich nicht verzählt habe. Na, sag doch über der Hälfte. Ja, 22 Stücke, hui. Das sind noch über 22 Ernten. Ja. Und pro Ernte brauchen wir eine Woche. Also von den Folgen her. 22 Wochen. Oh, halbes Jahr noch. Aber dann guck weniger nach, arbeite schneller. Hm? Guck weniger nach, arbeite mehr. Ich arbeite doch schon. Na je. Wobei, wir müssen jetzt ja auch anders sehen, nicht ein halbes Jahr, weil wenn wir dann ja mehr Felder haben, geht das ja mit dem Geldverdienen auch schneller. Ja, mit Kühen oder sowas haben wir jetzt auch mehr. Ja. Also doch kein halbes Jahr. Ja, Schatz, ob wir dafür ein halbes Jahr brauchen. Also 2 Monate würde ich aber sagen, schon locker noch. Ja. Jetzt hast du ja einen Helfer umsetzen. Hast du besser gleich fast direkt hinter mir. Ja, schon sitzt er drin. Wo muss denn der überhaupt jetzt hin? Oben. Ganz oben. Ja, oben. Ganz oben. Was ist der bitte, Alter? Den Indoor-Sound hat man nicht geändert. Ja, klar. Nein, der Indoor-Sound ist nicht geändert. Der ist innen genauso laut wie draußen. Nein. Bei mir schon. Also viel tut's da nicht. Mhm. Wobei durch die Wiesen ja jetzt auch haben wir mehr Zeug über, wenn wir dann die ganzen wenn wir dann alles wieder voll haben an Lager, also ungefähr 80.000 Liter, was nicht viel ist. Eigentlich ist dumm, dass wir dieses Jahr auch noch im Zettern. Weil Gras ist ja auch nicht. Ja, und Heu kann man das als ein Silo machen. Aber wir haben ja, Heu können wir ein Silo machen, aber nur in das eine. Fahrsilo oder was? Nee, hä? Nee. Das, was direkt vorne am Eingang ist. Ja, ich meine, ob man Heu ins Fahrsilo reinkippen könnte. Ja, da können wir das reinkippen. Mhm. Oh, dann höre ich jetzt auf mit Heu. Außen noch kurz Heu gemacht. Oh no, Fabi, was hast du kaputt gemacht? Was denn? Rausgeflogen, Insel weiter. Sind wieder zurück. Mhm. So. Der Ossi sich den Spaß erlaubt hat und alte 4 gedrückt hat, ne? Was soll man machen? Ah, gleich in 2 Minuten. Das war lieber. Darfst die 2 Minuten nochmal unterteilen. Also ich meine, wenn du das willst, dann mach auch. Okay. Oder ich mach wieder aus Versehen wieder Flugmodus an. Genau. Kannst du nicht einen Screenshot machen, Ossi? Ja, warte mal. Hab einen Screenshot gemacht. Das war disconnected. Nein, das ist... Ich hab ja nicht über Steam laufen. Ja, stimmt, ja. Ich wäre nicht so dumm im Kopf, weil das war Steam. Ja. El Fabi! Aber wir könnten den Heuhaufen auf dem Hof auch mal einlagern. Nicht, wenn ich mal so viel Heu. Ich hoffe, dass wir von dem Haufen da was wegnehmen. Nö, liegen lassen. Ja. Den Pfotten da weg. Ich sollte vielleicht auch mal den Trecker reparieren. Es könnte sein, dass der eventuell halb kaputt ist und deshalb nicht mehr ganz so effizient arbeitet. Weil, was hat das nochmal beim Trecker für einen Nachteil? Dass er schlechter angeht und dass der Blinker auch schneller geht. Oh wow. Mehr weiß ich nicht. Weiß nicht auch irgendwie, dass der einen Leistungsverlust hat, dass der dann nicht mehr die vollen 200 PS bringt? Das weiß ich nicht. Ich hoffe, das hintere Mähwerk gar nicht streckig wird. Ja. Das wird immer noch blitzblank sauber. Ja, dann. Ja, nicht umsonst, wenn da 5,7 Stunden auf einem B-Tag laufen. So wenig? Denn so wenig? Ich hab 6,5 hier drauf. Ja, Mann. Ich wollte gerade fragen, hey, wieso schwarz du denn da und nicht bei mir, aber. Ja, gut. Gut, ich würde aber sagen, das war's mit dieser Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like, abonniert einen Kommentar da, schaut natürlich beim Ostrhein vorbei und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao. Ciao. Ja. Ich bei ihm.